Ja, es ist eine besondere Situation auch heute. Wir entbieten einen herzlichen Gruß aus dem Kirchenbezirk Mühlbach. Der Ort, an dem wir uns eingefunden haben, ist die Kirchengemeinde Petersdorf. Aber wir sprechen für den ganzen Kirchenbezirk und freuen uns, dass wir auf diese Art und Weise beieinander sind. Natürlich ist unsere Hoffnung, dass wir bald wieder richtig physisch beieinander sein werden und dass die Kirche sich füllt. Also wenn jetzt die Kirche so ist, wie sie ist, dann ist das ein Potenzial, dass sie voll wird. Und darauf freuen wir uns. Wir haben heute in der Mittagsandacht gehört von dem Evangelisten Johannes, dem Apostel Johannes, der in der Verbannung gewesen ist und trotzdem am himmlischen Gottesdienst hat teilnehmen können. Das ist eine ganz beeindruckende Szene, wie er die himmlischen Heerscharen erfüllt von Freude vor sich sieht, wie sie dem Herrn die Ehre geben. Und wir, kleine Erdenbürger, stimmen damit ein. Und das ist etwas sehr, sehr Schönes, dass wir bald wieder richtig Gottesdienst feiern werden können. Und auch jetzt schon in unserem Herzen die Vorfreude auf dieses Beieinandersein haben. Ich wünsche allen von Herzen einen gesegneten Sonntag und einen gesegneten Gottesdienst. Großer Gott, wir loben dich. Wir preisen deine Stärke und dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke, wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Gnade sei mit euch und Friede von Gott dem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Wir versammeln uns heute um Worte der Heiligen Schrift, wie sie geschrieben stehen im Evangelium des Matthäus im 6. Kapitel. Jesus lehrte seine Jünger und sprach: Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhöht, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Soweit die Worte der Heiligen Schrift. Der Herr segne unser Reden und Hören durch seinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, der Name des heutigen Sonntags ist Rogate, zu Deutsch
betet. Wird heute dieser Aufforderung noch ernsthaft nachgekommen? Forscht man im Internet nach, so erfährt man, dass unter den Evangelischen in Deutschland ungefähr 20% noch regelmäßig beten, vor allem ältere Menschen. Immerhin um die 60% aller Evangelischen beten zumindest gelegentlich, was im Umkehrschluss dann allerdings aber auch heißt, dass 40% gar nicht mehr beten. Manche traditionellen Gebete, wie zum Beispiel das Tischgebet, das man früher noch am Tisch mit den Familienmitgliedern gesprochen hat, solche Gebete geraten in Vergessenheit. Vielleicht ist das so, weil viele Menschen ein Problem haben mit der Gebetserhörung. Im Gleichnis von dem bittenden Freund, das traditionell auch am Sonntag Rogate gelesen wird, sagt Jesus: Bittet, so wird euch gegeben. Aber gerade dies entspricht meist nicht mehr den eigenen Erfahrungen, die man mit dem Gebet gemacht hat, denn jeder von uns hat doch schon das ein oder andere Mal vergeblich gebetet oder er hat zumindest sein Gebet als vergeblich empfunden. Zu diesem Thema fällt mir eine Geschichte ein, die ich einmal gehört habe und die mir einleuchtend schien. Diese Geschichte geht so. Als einmal trotz großer Außenkälte die Sonne kam und das Freibad in der Stadt geöffnet hatte, da bestürmte ein Kind seine Eltern mit der Bitte, doch baden gehen zu dürfen. Alle elterlichen Argumente im Blick auf Wasser- und Lufttemperatur sowie auch die Gefahren für die Gesundheit des Kindes halfen nicht. Es wurde weiterhin gebettelt und gefordert. Die Eltern blieben hart, so wie man als Elternteil auch hart bleiben muss bei einer solchen Bitte. Aber die energische Bittaktion des Kindes hatte doch einen Erfolg. Sobald die Temperaturen wärmer wurden und auch die Temperatur des Wassers angestiegen war, da fuhren die Eltern mit ihrem Kind in das Freibad und hatten miteinander ein schönes Badevergnügen. Diese Geschichte ist, denke ich, ein sehr vereinfachtes Beispiel für Gebetserhörung. Aber auch wenn sie vereinfacht ist, dann macht sie doch auf einen wichtigen Aspekt dieses Problems aufmerksam. Nämlich, dass Eltern immer weiser und vorausschauender denken und handeln müssen als Kinder. Und ich denke, so ist es auch in dem Handeln Gottes in Bezug auf uns Menschen. Auch er muss seiner größeren Weisheit, seiner Providentia entsprechend mit uns handeln. In diesem Sinne erinnere ich an ein altes Glaubenswort, welches da heißt: Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, wohl aber alle seine Verheißungen. Und auch unser Reformator Martin Luther sagte einmal: Gott erhört wundersam und reichlich. Des Menschen Herz ist dessen zu begreifen zu eng. Und so kann es passieren, dass wir manches Mal erst im Nachhinein, im Rückblick auf Erlebtes bemerken, dass unsere Gebete doch ganz unbemerkt erfüllt worden sind.
Abgesehen davon hat das Gebet aber auch noch ganz andere Wirkungen, die bedacht werden müssen. Denn die Wirkung eines Gebetes liegt auch in sich selbst. Wenn Menschen beten, verändern sie sich. Eine Last fällt ab, die Seele wird ruhig, die Gedanken gewinnen während des Gebetes eine gewisse Tiefe, die sie vorher nicht hatten. Viele Menschen fühlen sich während des Gebetes geborgen und aufgefangen in der Gemeinschaft mit Gott und mit den anderen Betenden. Ich selber habe öfter gemerkt, dass beim Beten mein Atem ruhiger wird, dass der Herzschlag sich verlangsamt, dass die Gedanken sich von den alltäglichen Schwierigkeiten und Problemen lösen. Das Gebet ist aber auch allein dadurch wirkungsvoll, dass es uns eine Kommunikation mit Gott ermöglicht, eine Kommunikation, die nicht ohne Folgen bleibt. Durch den Heiligen Geist wird auch der Glaube des Beters selber gestärkt. Dennoch ist sicherlich für viele Menschen auch die Frage wichtig, wie man beten soll. Unser Predigtwort aus dem Matthäusevangelium gibt uns darauf eine Antwort. Denn dieses Wort, das wird von den Theologen auch als die kleine Schule des Betens bezeichnet. Hier lehrt Jesus seine Jünger sowohl, wie man nicht, als auch, wie man richtig beten soll. Man soll sich beispielsweise mit seinem Gebet nicht in den Mittelpunkt drängen und nicht heucheln. Ebenfalls braucht man bei einem Gebet auch keine schön geistigen Elegien zu komponieren. Denn Gott, sagt uns Jesus, weiß, wessen wir bedürfen, noch ehe wir es ausgesprochen haben. Dafür aber lehrte Jesus seine Jünger, Gott als einen guten Vater zu betrachten, der immer für das Wohl seiner Kinder sorgt, so wie es auch in dem Beispiel von dem Schwimmbad illustriert wird. Die Worte, die Jesus seine Jünger gelehrt hat, sind für die ganze Christenheit zu einem Inbegriff des Betens selber geworden, das Vater Unser. Die einzelnen Bitten umreißen, was die Menschen unabdinglich für ihr Leben brauchen: das Brot als Nahrung, Vergebung und Schutz. Jesus lehrte sie auch, den Namen Gottes heilig zu halten, damit das Reich Gottes herankommen kann. Eine Bitte des Vaterunsers aber möchte ich noch unterstreichen, vor allem, weil sie im Hinblick auf das bisher Gesagte von Bedeutung ist, nämlich die Bitte: Dein Wille geschehe, so im Himmel wie auf Erden. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wann immer wir zu Gott beten, müssen wir es in dem Wissen tun, dass sein Wille höher ist als unsere Vernunft und dass seine Entscheidungen weiser und weitreichender sind als unsere Bedürfnisse. Im Gebet bringen Menschen all das vor Gott, was sie bewegt, was sie ängstigt, was sie hoffen lässt, was sie froh macht oder mit Trauer erfüllt. Es hat Gestalt von Bitte, Klage, Dank und Lob. Gebete müssen nicht vorformulierten Floskeln entsprechen und brauchen auch nicht immer einen liturgischen Rahmen. Ein ruhiges Kämmerlein tut es auch. In diesem Sinne kann der Begriff Gebet dann auch etwas weiter gefasst werden. Eine inständige Bitte vor der medizinischen Untersuchung, ein Stoßgebet bei einer schweren Prüfung oder das dankbare Ausatmen danach, ein Herr hilf beim Heben des Weinbechers, ein Herr behüt
bei drohendem Unwetter. Der Vater, der ins Verborgene sieht, wird's vergelten nach seiner größeren Weisheit. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Herr Gott, himmlischer Vater, du hast uns zugesagt, dass du uns erhören wollest. So rufen wir dich an in unserer Not. Wir gedenken all der schweren Tage, in denen du uns geholfen hast. Herr, wir wissen, dass wir mit dir nicht rechten können über das, was du über uns hast kommen lassen. Wir waren dir oft ungehorsam und haben deinem Willen widerstrebt. Wenn du willst, Herr, Sünde anrechnen, Herr, wer wird bestehen? Aber du bist der Gott des Trostes und der Vater der Barmherzigkeit. Du hast alle unsere Not am Kreuz auf deinen lieben Sohn gelegt. So gedenken wir an deine Verheißung, die du uns zugesagt hast. Vater, wir begeben uns ganz in deine Hände. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne und behüte euch Gott, der Allmächtige und Barmherzige, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.